Ja, willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Reihe Hacking, Kaka-Kultur in der Musik. Wenn ich beim letzten Mal über technischen Fu geredet habe, habe ich angedroht, diesmal mehr Soziales zu machen. Zum Hintergrund. Misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung, die Hacker im Geiste Rock in Opposition Bewegung. Rock in Opposition war erstmal ein Name für ein von den Bands selbst organisiertes Festival. Das war das Plakat. Was es darstellt, ist der Mensch, der da im Jackett ist. Das ist ein Bonze von der Musikindustrie. Und er reißt das Plakat ab. Und man sieht da unten diesen kleinen Fizzle. Okay, das Bild ist leider sehr verpixelt. Was da unten dran ist, auf dem steht Five Music Groups für Musik Industry. Das sind Bond, You, Tulier. Die hatten nämlich alle eins gemeinsam. Die Musikindustrie wusste die ungefähr genauso sehr zu schätzen, wie die Bundespost in den 80er Jahren den Chaos Computer Club. So, also wie passt das zusammen? Misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung, beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Das habe ich von der CCC-Seite Hackerethik geklaut. Wenn da jetzt nicht explizit Hacker drumstehen würde, das passt auch ziemlich gut zu dem, was die Rock and Opposition-Leute machten. Die waren zum Beispiel alle ziemlich stark politisch sehr weit links stehend, haben zum Teil quasi, das war eigentlich eher unabsichtlich, aber als wir merken, oh okay, das haben wir, dann machen wir das weiter, sowas wie Geschlechterquoten bei sich drin, womit wir dann bei Themen wie Feminismus sind. Und mal ehrlich, wie viele Bands kennt ihr, wo der Frauenanteil in irgendeiner Form den Gesamtanteil von Frauen in Gesellschaft findet, und sind wir auch wieder bei so Auseinandersetzungen, wie es in der Hacker-Szene gibt. Okay. Die Ausgangslage, das war eine Band, nannte sich Henry Kau, gegründet von zwei Studenten in Cambridge, kurz vor oder nach dem Abschluss. Die haben sich gesagt, was machen wir? Wir können arbeiten gehen, aber wir können auch versuchen, von Musik zu leben. 1973 haben sie bei Virgin einen Plattenvertrag bekommen. Und Virgin war das Label, das Mac Oldfield entdeckt hat und dadurch reich wurde. Das heißt, sie waren ein richtig dickes Label. Und haben dann auch Henry Kau einen Vertrag gegeben, der hat sie dazu verpflichtet, einen Haufen Alben zu machen. In einem ganz bestimmten Studio, das Virgin gehörte. Dafür gab es einen Vorschuss, der relativ hoch war, weil dieses Studio hatte Technik State of the Art. Das heißt, das war richtig teuer, das zu benutzen, das musste die Band wieder reinholen. Weil die aber eigentlich kein wirklich kommerzielles Potenzial hatte, weil sehr experimentell, avantgardistisch, hat Virgin plötzlich festgestellt, oh scheiße, das lohnt sich ja gar nicht, da groß Geld reinzustecken, wir können besser das nächste Album von Oldfield pushen oder irgendeine Kommerzkacke. Also haben sich nicht viel Mühe gegeben und das heißt, mit jedem Album, das sie gemacht haben, wurden ihre Schulden größer. Sie haben dann ein bisschen versucht zu tricksen, die hatten zum Beispiel eine befreundete Band, mit der sie auch gespielt haben, und sie haben sich dann gegenseitig als Studiomusiker eingestellt, weil dann war Virgin dazu gezwungen, den Studiomusik-Ding zu bezahlen. Irgendwann haben sich dann die beiden Bands gemerged, haben sich auch Virgin mehr oder weniger aus dem Vertrag rausdiskutiert, weil im Vertrag, Virgin hatte gar keinen Bock mehr, die machen zu lassen, weil die dachten, ja toll, wir machen immer nur weiteres von diesen Platten, die keiner hören möchte. Und darauf haben die dann gesagt, ja, aber im Vertrag steht, wir müssen noch ein Album für euch machen. Und dann hat Virgin gesagt, okay, wir lassen euch raus. Die haben dann ein eigenes Album produziert, hatten dadurch auf einen Schlag trotz viel geringerer Auflage den Großteil ihrer Schulden los, weil sie halt die komplette Gewinnmarge hatten. Und sind dann im Prinzip 3-4 Jahre lang quer durch Europa getourt und haben von der Hand in den Mund gelebt, weil so quasi Kommune auf Rädern. Okay, und bei diesem Getingel durch Europa haben sie sehr viele Bands kennengelernt, die genau das gleiche Problem hatten, weil die zum Großteil zum Beispiel nicht auf Englisch sangen. Henry Kau sagt, in so einem Rückblick hat Chris Cutler, das war der Schlagzeug, gesagt, naja, wir waren halt Engländer, das heißt, wir hatten noch am meisten Erfolg, weil bei uns war das ja wenigstens Englisch und nicht die böse Landessprache, womit man ja gar nicht vernünftige, richtige Rockmusik machen kann. Und sie haben sich dann überlegt, hey, und wenn wir überall Bands sind, die genau das gleiche Problem haben wie wir, dann bietet es sich natürlich auch an, tun wir uns zusammen und man hilft sich gegenseitig zum Beispiel. Dieses Festival zum Beispiel diente dazu, damit diese ganzen Bands aus Schweden, Niederlande, Belgien, man auch mal in Großbritannien hören kann. Und das ist ein bisschen ähnlich, finde ich, so wie die Hackerspaces, internationale Community, und man besucht sich gegenseitig, man versucht sich so zu helfen mit irgendwie coolen Projekten oder die heutigen Indie-Labels, dass man im Internet so neue Vermarktungsformen macht, unabhängig von den Plattenfirmen, kam zu machen. Ich finde, sehe da gewisse Analogien. Und ja, das Selbstverständnis. Also eines, was es von den Liner Notes der Platte Macchina Macaronica, also die Macaroni-Maschine, der
die Italiener Stormy Six, die haben gesagt, die Rio-Gruppen machen eine Musik, die immer wieder das Hören und Neuhören herausfordert, im Gegensatz zu einer musikalischen Masche, mit der die Musikindustrie das Publikum immer wieder aufs Neue zum Konsumieren animiert. Die Rio-Gruppen arbeiten kaum auf der Grundlage der Kanäle des Musikbusiness, sie stützen sich vielmehr auf die Arbeit alternativer Plattenverleger und Vertriebe und politischen Linkerbewegungen. Zum Beispiel in Italien durfte damals irgendwie keine Band spielen und die kommunistische Partei Italiens hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass Henry Cow, ich denke mal über Bestechung der zuständigen Polizei, dann doch mal ein Konzert geben durften. Als damals das einzige ausländische Band überhaupt. Und Jahre später hat dann Chris Cutler sein Buch Fall an der Popular Texte zu populärer Musik, wo er sich halt sehr viel mit Theorie hinter der Musik und Musik als Love, wie ist es eigentlich, hat sich das entwickelt, dann über die Rio-Bands geschrieben. Sie alle waren den gleichen Weg gegangen, vom Unvermeidung auf den Markt konkurrieren zu können, weil durch ihre Musik halt die Leute gesagt haben, ja, das hat kein Potenzial, das bringt uns nichts, das zu pushen. Wenn wir so aber pushen, um Vincent's Talk aufzunehmen, das bringt uns viel mehr Kohle. Also erst konnten wir es nicht, weil wir die Musik, die wir gemacht haben, nicht das ist, was die Leute hören wollten oder die Labels pushen wollten. Und später haben wir dann gesehen, wir wollen das gar nicht mehr, weil wir müssen dann etwas machen, was wir eigentlich gar nicht wollen, nur um kommerziell erfolgreich zu sein. Okay, ich habe gesagt, es war so eine Art internationale Bewegung, woraus bestanden sie? Also und das Interessante ist, wenn jemand mich fragen würde, was ist der eindeutige Musikstil, den gibt es nicht. Die politische Grundhaltung ist endlich und wie die gearbeitet haben und dass keiner den Kram hören wollte oder die Musikindustrie dachte, dass ihn keiner hören will. Es kam einmal Henry Cow, die haben halt so Jazzrock, Canterbury nannte sich das, weil die irgendwie aus der Gegend um Canterbury kamen und wo ziemlich viele ähnliche Bands waren, das war so mehr so Avantgarde. Wer Musik aus den Brecht-Theaterstücken kennt, das geht ein bisschen in die Richtung. Die Universi Rohan gesagt, ja, wir wollen Rockmusik machen, aber mit klassischen Instrumenten, mal sehen, wie gut das klappt. Stormy Six, das war eigentlich eher so Folk-Rock, aber mit so linken Texten, so ein bisschen die Tonsteine scheren, nur halt mit Folk und Italienisch. Ist eine schönere Sprache als Deutsch und der Sänger konnte besser singen als Rio Reiser. Also Reiser ist trockener. Also die Stimme ist deutlich schöner. Sammler Mamas Manna, also zu Deutsch Sammelbrot für Manna, das waren, also ein Musikkritiker hat das auch schwedische Zwerge auf Speed bezeichnet. Man muss sich dazu vorstellen, es ist so Kirmes, super Kirmes Musik, wo gleichzeitig jemand, der offensichtlich ziemlich viel komisches Zeug genommen hat, irgendwie zu singt. Das kann ich nicht aussprechen und das habe ich auch selber nicht gehört, das heißt, ich kann das schwer beschreiben, das habe ich jetzt einfach geklaut, so dadaistisch verkramet, yes, Dings. Das war so die Urbands, die bei diesen ersten Festivals, mit dem Plakat, was ich gezeigt habe, da waren. Dann gab es noch drei weitere selbstorganisierte Festivals, da kamen noch weitere Bands dazu. Das zum Beispiel ist schon ein, das dann in Schweden statt von Basanga gemacht haben, da kam dann Absolut, das waren so Franzosen dazu. Ich glaube, das war es so aus dem Wesentlichen am Neuen. Albert Marqueur, das war so ein französischer Frank Zappa. Ja, irgendwann 1980 war es dann aber wieder weg, zum einen aufgrund der Differenzen bei Henry Cow, die sind halt quer durch Europa getourt im Tourbus und irgendwann geht man sich dabei extrem auf die Eier, wenn man irgendwie ständig aufeinander hockt. Und zum anderen versickerte das alles auch irgendwo und irgendwann war die Szene in dem Sinne nicht mehr aktiv. Aber die Musikrichtung lebte weiter, weil all diese Ansätze dort und dieses Avantgarde, das lebte so ein bisschen im Underground weiter für sich. Und die Kontakte blieben natürlich erhalten. Und als dann das Internet aufkam, und man dadurch halt auch nicht mehr darauf angewiesen war, einen Plattenvertrag, sondern auch nicht mal unbedingt, die haben immer den Widerspruch, ja, gehen wir arbeiten, damit wir Geld haben, um zu leben, oder gehen wir Musik machen. Aber durch das Internet ist es halt mittlerweile relativ gut möglich und dadurch, dass alles auch viel billiger geworden ist, eine Platte zu produzieren, auch halt das Preis bei sich zu Hause zu machen. Es gibt entsprechend wieder Festivals, das Rock in Opposition Festival in Frankreich, dann die Freakshow in Würzburg, die leider mittlerweile komplett durch Eintrittskarten vorfinanziert werden muss und darin Zukunft dadurch ein bisschen in den Sternen steht. Weil es ist bei das Privoy-Projekt eines Menschen, der dabei jedes Mal 4000 Minus macht und der mittlerweile so sagt, ihn kann ich eigentlich nicht mehr tragen. Klar. Weil ich glaube, beim letzten Mal musste er vorzeitig seine Lebensversicherung abrufen und das fand seine Frau nur bedingt begeistert von. Das ist Hingabe. Ja. Also. Ja, wo habe ich jetzt den Mist hergezogen? Ja, okay, also wie beim letzten Mal über Internet. Aus Chris Cutlers Buch Fall an der Popular, Texte zu populären Musik. Davon gibt es auf Amazon noch irgendwie so 14 Exemplare und es ist immer noch die erste Auflage. Also man merkt, also so sich mal auf eher theoretischer Ebene mit sowas zu beschäftigen, scheint auch nach 20 Jahren eher nicht so viele Leute zu interessieren.
Und das dort, was ich sehr schön finde, sind Juniper-Zero 1977 im Wald, was man auch wieder wegen fix und schlecht sieht. Also mit Ausnahme Schlagzeug und der Gitarre, die restlichen Leute haben alles machen, die Geige, Saxophon, also wirklich klassisch Instrumentarium, haben ja versucht Musik zu machen. Morgen gehen wir. Das hat ja damals schon nicht funktioniert. Das ist ziemlich cool und morgen gehen wir, glaube ich, erstes Deutschlandkonzert seit 2 Jahren in Duisburg. Ich werde dort sein. Und jetzt zu guter Letzt, weil ich bin jetzt erstaunlich gut durchgekommen. Ich zweifle, dass das funktioniert. Was? Klick auf einen Link in der PDF, wie du das also versuchst. Würdest du Amon Dune und Canon zu dazu zählen? Nein. Also Faust, ja. Das waren ja auch so Krautrocker, die haben definitiv einen Einfluss gemacht, die haben mit Henry Pop Zeugs zusammen gemacht. Also die beiden zählen man relativ unabhängig voneinander. Krautrock zum Beispiel war mega erfolgreich, das wurde richtig vermarktet. Da gab es durchaus ein paar Bands, da hat auch Chris Hedler so geschrieben, ja, wir waren da so gut am Geist. Aber die Deutschen waren halt schon immer total gefloppt, das hat halt irgendein Punk später gesagt. Der meinte, eigentlich waren wir kein richtigen Punk, die Deutschen waren schon viel eher da. Ja. Der meinte, also er meinte, er sagt, die Leute